Man sieht, da waren die Meinungen gespalten. Schlimmer aber noch, ich habe so das Gefühl gehabt, dass auch die Stimmung etwas verdorben ist. Im Vorfeld war natürlich sehr viel Skepsis bei den politischen Vertretern. Aber wir haben natürlich auch gesagt, wir wollen auch mal andere Bürger mitreden lassen, nicht immer die üblichen Verdächtigen, Vereinsvorsitzenden, Feuerwehrvorstände und so weiter oder die Gemeinderäte, die sich immer selber gerne hören und wir immer so im eigenen Saft schmoren. Und ich habe auf meinem ganzen Wahlkampf immer wieder Menschen kennengelernt, die großen Frust hatten, die mir erzählt haben, was die anderen alles falsch machen und es mit ihrem Abstand ja alles viel besser machen würden. Und habe ganz oft festgestellt, dass sie gar nicht die Rahmenbedingungen kannten, die Zusammenhänge kannten. Und das ist einfach eben pauschal in Frage gestellt worden. Schlussendlich haben wir uns dann darauf verständigt, wir setzen einen Bürgerrat auf, der fast ein bisschen spiegelbildlich zum Stadtrat ist. Also 40 Teilnehmer unter Beteiligung von der Stadtverwaltung, aber auch, wir haben es dann Experten genannt. Wenn wir so etwas machen, dann müssen wir auch daran arbeiten, das Selbstbewusstsein unserer Mitarbeiter weiter aufzubauen. Und dann hat es angefangen, Freude zu machen. Dann durch ihre Qualifizierungen haben sie selber sich auf den Weg gemacht und wir haben dann über dieses Losverfahren ausgelost und haben wirklich einen guten Schnitt gehabt. Und dadurch hatten wir eine super gute Mischung aus Leuten, die schon 80 Jahre hier im Dorf wohnen und auch neuen zugezogenen Leuten. Der Älteste war über 80 und der Jüngste, der war 14. Und das war eigentlich prima und da waren auch wirklich welche dabei, die noch nie sich mit dem Ort so auseinandergesetzt haben, die halt einfach hier so vor sich hingelebt haben. Wir erleben das ja auch als Kommunalpolitiker oft, dass jemand sagt, wir sind die Bürger. Ich sage immer, ich bin auch Bürger, ich bin sogar Bürgermeister. Aber an der Stelle akzeptiert jetzt tatsächlich alle, dass man sagt, okay, in der großen Menge zufällig Ausgewählter ist es eher ein repräsentativer Bürgerwille, der sich da widerspiegelt. Obwohl der Stadtrat gleichzeitig auch immer gesagt hat, entscheiden müssen wir. Wir sind gewählt fürs Entscheiden und wir tun das dann auch. Das Ergebnis hat befriedet, damit können alle irgendwo leben oder gleich nicht leben. Das Ergebnis ist auch umsetzbar, zumindest als Start einer neuen Planung. Wir haben, und das ist super, aus dem Zukunftsratsprojekt, aus dem Loslandprojekt tatsächlich neue ehrenamtliche, engagierte Bürgerinnen und Bürger gewinnen können, die sich jetzt in ganz anderen Bereichen einbringen. Und so sehen wir jetzt, dass immer mehr eigentlich wächst an Beteiligung, ohne dass es uns, Unmengen an Geld gekostet hat. Auch, was jetzt für mich positiv ist, dass Sie gesagt haben, wir beneiden euch nicht, weil wir verstehen erst jetzt, wie komplex solche Geschichten sind, wenn man mal so tief reingeht. Ist eine andere Geschichte, als am Stammtisch in 5 Minuten zu sagen, die müssen doch bloß mal nachdenken. Die müssen damit rein, die müssen mitsprechen. Und ich sehe auch da, dadurch, dass sie mitsprechen und ihre Sichtweise einbringen, dass es ein viel größeres Verständnis gibt, ein viel größeres Miteinander und auch gucken, wie verlieren wir hier keinen in unserem System, dass ja eigentlich wertvoll ist und dass es einen neuen Wert gibt, was wir da vor Ort haben. So. Also Gesamtzusammenfassung war etwas schwierig am Anfang, alle zu überzeugen, dass der Bürgerrat eine gute Idee ist. Danach waren, glaube ich, alle überzeugt, nachdem da was Vernünftiges rausgekommen ist. Und das hat einen richtigen Ruck auch in der Samtgemeinde gegeben, dass jetzt nicht mehr kommt, die da in der Samtgemeinde machen alles falsch und die hören nicht auf uns Bürger, sondern dass man an vielen Stellen merkt, dass die Bürger sich jetzt einbringen wollen. Für so gerade so strittige und hochkomplexe Fragen hat sich das aus meiner Sicht schon sehr, sehr bewährt. Wenn man wirklich mal ganz andere Gedanken kreisen lassen möchte, ganz anderen Input haben möchte, ohne Scheuklappen und rosa-roter Brille, ist sowas wie ein Bürgerrat natürlich wunderbar. Und gerade dieses Losverfahren hat mich total begeistert, weil das wirklich cool ist. Das hat auch im Haus ganz tolle Impulse gegeben. Wir haben keine Angst mehr vor den Bürgern.